Es war und ist eine Institution mitten in Bergedorf, das Haus im Park. 1977 wurde das Seniorenzentrum der Körber-Stiftung eröffnet. 2017 hat der Verein Begegnungszentrum im Park ein neues Konzept entwickelt, mit dem Ziel, Menschen in Bergedorf zusammenzubringen. Der Weg, bis die Abteilung Physikalische Therapie renoviert und wiedereröffnet werden konnte, war steinig. Tausende Unterschriften für den Erhalt des Hauses wurden gesammelt. Dazu kamen fast 70.000 Euro an Privatspenden, was wiederum eine Kreditzusage der Volksbank Bergedorf möglich machte. Seit November 2018 werden wieder Patienten behandelt. Künftig soll aber noch mehr passieren. Das erklärte Ziel des Vereins: Mitten in Bergedorf soll Begegnung stattfinden und jeder ist willkommen. Junge und ältere Menschen, Kranke und Gesunde, Menschen mit und ohne Handicap. Also ein rundum gutes Angebot, um zu verhindern, dass besonders ältere Menschen zu Hause in Dunkelheit und in Schwermut versinken. Das Haus im Park ist in Bewegung und bleibt es, mit vielfältigen Angeboten für die Bewohner in Bergedorf. Aber auch Menschen aus der Umgebung sind herzlich willkommen.